Ja, ich werde auch von vielen Dr. Trumpet genannt, weil ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, wie funktionieren Trompeten eigentlich. Spiele auch Trompete, so in Big Bands und Ensembles. Und ja, bin als Wissenschaftler an der Musikuni in Wien aktiv. Hier sieht man ein Messgerät, das den Druck misst. Man sieht hier drei Sensoren, die die Auflage abmessen, und das Mundstück wiegt 100 Gramm. Wenn ich das aufsetze, sehe ich, dass das einem Newton entspricht. Wenn ich hier stärker aufdrücke, dann sehe ich hier 20 Newton. Das entspricht 2 Kilogramm an Pressdruck. Und hier wird eben in dem Sensor nicht nur der Anpressdruck, sondern auch die Lautstärke gemessen. Und beides wird über Bluetooth auf die App übertragen. Und ich sehe hier die Lautstärke, jetzt wie laut ich spreche, und hier eben den Druck des Mundstücks. Es gibt dann noch ein paar Anzeigen, dass man hier den aktuellen Wert sieht. Hier unten sieht man den Anpressdruck über die Zeit. Das heißt, wenn ich hier drücke, dann kann ich das vergleichen, bin ich stärker oder schwächer. Und hier sieht man die Lautstärke, wie laut ich spreche. Das heißt, es entspricht diesem Pegel. Bei dieser Anzeige sieht man den Druck gegen die Lautstärke. Das heißt, wenn ich laut spreche, geht es hier hinauf. Wenn ich drücke, geht es hier hinüber, und dann kann ich kontrollieren, wie stark drücke ich an, bei welcher Lautstärke. Und für die Echtzeitdarstellung ist es eigentlich sehr schnell übersichtlich, wie stark drücke ich jetzt und wie laut ist der Ton.